Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission. Enter, Ruben in Trouble. Verdammt, jetzt habe ich Enter the Mission fast vorgelesen. In der wir in eine Krypta einsteigen dürfen, um mit Ruben zu sprechen. Und wir sollen herausfinden, warum er uns sehen möchte. Zusätzlich, dass, ja, den Friedhof oder die Krypta verlassen. Ich guck mal gerade auf normal, ganz normal. Die Schwierigkeitsgraden kennt ihr ja. Wir spielen es auf Experte. Ich glaube, da ändert sich sonst nichts. Ne, da ändert sich erstmal nichts. Und das Briefing. Hier nochmal die Geschichte darüber. Ruben kennen wir ja noch aus Thief Gold. Die Diebesgilde und ja, das ist so ein bisschen so aus dieser Story raus, dass nach diesem Einbruch, der passiert ist, dass er mich sehen möchte und dass wir uns treffen müssen. Ist auch alles egal. Wir gehen jetzt einfach mal in die Mission und schauen mal rein, was uns da erwartet. Und da sind wir in der Mission. The Crypt. Und man sieht auch schon die Crypt im Vordergrund, darüber ein Anwesen. Das sieht man auch hier schön auf dieser Karte. Ein alter Friedhof, die Crypt und darüber ein, ja, verlassenes Anwesen. Und genau da will uns Ruben treffen. Und da höre ich den ersten Schrei. Ja, wir spielen Deadly Shadows. Die haben auch ein bisschen Loot. Die Sache ist, vorab, ich habe diese Mission schon gespielt. Sie ist nicht mehr blind. Lady Carolyn, you do not deserve to be buried next to your husband. Lesen wir mal die ganzen Grabsteine durch. Ich habe die bereits schon mal gespielt und ich habe sie, glaube ich, im Stream nicht geschafft. Habe es aber dann irgendwann privat gespielt, um ein bisschen mich so rauszufinden, ob die wirklich gut ist oder nicht. Und jetzt spiele ich sie mit euch. Griffo, we loved you, you jolly jester. Dann haben wir hier William Gates, you've broken too many windows. Das denke ich mal, das kann der eine oder andere sich bestimmt ableiten. Joseph Breeze, 5-time Barry Racing Champion. Und Barry kommt auch vor. Sit shine on your crazy diamond. Dann haben wir hier Abe Johann. Your knowledge helped not only us, but the next generation as well. Und diesen Grabstein hier kann man nicht lesen. Der ist umgekippt. Und Josh Dumbler. Jeff, your dishes were an epicurean's delight. Und hier haben wir noch Housemaid Marian. You died much too soon. Und im letzten Grabstein steht Torquild Knight who died for this lord. Ja, und hier haben wir die Krypta, aber man kann die Tür nicht benutzen. Und ich bin hier das erste Mal fast wahnsinnig geworden, denn only true hero can open this door. Und da habe ich überlegt, da muss doch ein Rätsel dahinter sein, alles, und bin rumgeklettert und alles. Und ja, eigentlich ist es ziemlich irreführend, dieses Schild, denn es ist so einfach, wie es dumm ist. Denn hier hinten, hinter diesem Grabstein, befindet sich der Knopf dafür, um diese Tür zu öffnen. I have a bad feeling. Aber man hat auch einen Knopf, um wieder hier rauszukommen. Und Garrett hat ein ungutes Gefühl bei der Sache. Die Tür schließt sich wieder. Keine Sorge, wir haben den Knopf, wir kommen wieder raus. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Krypta. Haben hier ein bisschen Loot, ein bisschen Brot und Wein und ein Poem von Edgar P. Allan, was wahrscheinlich Edgar Allan Poe darstellen soll oder anspielen soll. Und ja, das ist wirklich nichts Interessantes für die Mission hier. Das kann man sich mal durchlesen. Ist einfach nur da, weil es da ist. Kleine Referenz. Ne? So, und hier ist Ruben. Den hat's erledigt. Der ist jetzt gestorben, ihr Brett. So wie er da ist. Und ob ihr wissen wollt, ob das wirklich Room ist, ihr könnt ihn nehmen und dann steht da Dead Room. Also ist das nochmal der Bestätigung, dass es wirklich Room war und nicht irgendeiner sein Handlanger. Das Ziel wurde jetzt gecancelt. Also mit Speak mit Room ist immer noch nicht mehr möglich, weil er ja tot ist, aber wir sollen herausfinden, was er mit uns hier vorhatte. Und ja, hier ist Room's Diary. Hier haben wir so ein bisschen kleine Referenzen auch noch vom Steve 1, was ich schön finde, mit Downwind und Farkus. Und was er nach diesen ganzen Aktionen, was wir ja in der Diebesgilde zu tun hatten, so erlebt hat. Und ja, hier finden wir raus, er wollte uns auf jeden Fall erledigen. Hat aber hier in der Gruft noch einen großen Schatz versteckt. Und den gilt es jetzt für uns zu finden. Find and collect Ruben's valuable artifact.
Ihn hat aber irgendwas dahin gerafft. So, hier kann man noch hochklettern und hier bekommen wir einen Schlüssel. Und hier müsst ihr aufpassen, liebe Leute, ganz anders als im Original Deadly Shadows oder in anderen Fanmissionen, muss man den Schlüssel hier verwenden. Also es reicht nicht, wenn man ihn im Inventar hat und dann die Tür oder die Kiste benutzt. Nein, man muss diesen Schlüssel benutzen. Das macht das Ganze ein bisschen einzigartig. Da liegt ein Hound rum, tot und ein Zombie. Oh, this is not good. Oder vielleicht schläft er nur. Warte mal, wir gehen mal hier hinterher. Wird Peter der Zweite. So. Schön vorsichtig. Deadly Shadows hören sie ein bisschen besser, finde ich. Wobei, naja, also da hören sie auch, da hören sie mehr Sachen, sagen wir es mal so. In den anderen Teilen ist es ja eher so, da hören sie auf bestimmte Weise, aber die hören keine Türen und sowas. Und hier hören sie halt außer Schritte auch sowas hier wie das hier. Dass ich einen Sarg öffne. Na. Oh Scheiße, komm hier nicht rein. Wieso kann ich das Ding nicht klauen jetzt? So, ich will nämlich hier hochgehen. Ja, zu dem Schlüssel gibt es übrigens noch eine kleine Story. Lord Peter der Erste, Asperine, Man of Science. Dann haben wir hier Lord Radomir, Philanthropist. Der hatte auch hier Loot, war sehr gut versteckt an der Seite, konnte man kaum sehen. Und hier haben wir Lord Griffin, Linguist. Der hat einen kleinen wertvollen Dolch für uns. Denkt dran, Experte sind immer 90%, die man sammeln muss. Also es ist völlig egal, wie viel Loot man sammelt. Es muss 90% der Gesamtbeute sein. Und es sind immer 3 spezielle Gebäudestücke auf Experte zu holen. Bis jetzt haben wir noch keins. So, was ich sagen wollte. Ja, dieser Schlüssel. Ich hatte natürlich einen Bug gehabt, wie gerne ich sowas mal habe. Und bei diesem Bug war es mir nicht möglich, den Schlüssel richtig zu benutzen. Und da dachte ich, dieser Schlüssel wäre nutzlos. Genauso wie spätere Schlüssel, die noch hier kommen werden. Mal so ein kleiner Spoiler am Rande. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Warte mal. Wir können jetzt noch da hinten lang. Ich glaube, das machen wir auch. So, hier haben wir noch eine Kiste. Die kann man aber nicht öffnen. Und eine Notiz. Die werden wir uns später noch antun. Ich will es jetzt nur nicht riskieren. Obwohl, die Notiz können wir vielleicht noch lesen. Wir gehen erstmal hier rein. Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen Kerzenständer. Man sieht ihn, der blinkt dann leicht. Und noch einen weiteren Zombie. Okay, er hat sich wieder beruhigt. Ach, verdammt. Hier haben noch ein paar Notizen. Ein Don't Trust Room yesterday went upstairs. Von Simon. Also, er war nicht alleine Ruben hier, aber hat noch seine Leute hier gehabt. Und das sind wahrscheinlich diejenigen, die jetzt hier gerade so tot sind. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, irgendeiner der Särge war noch Loot drin gewesen. Hat die Mission schon länger nicht mehr gespielt? Fuck. Ach, da. Da haben wir das erste spezielle Beutestück. Echt schwierig. Ich habe echt rumgeklickt, habe es nicht gekriegt. Also... So, der sucht jetzt nach uns. Geht die Geräusche entlang. Und wir haben hier hinten einen Schalter, der nicht funktioniert. Something terrible has happened. I can't believe that I'm still alive. Stupid Simon must have activated something when he reads this old parchment. I know, what's that noise where it's, and it's terrible. Ja, ich glaube, hier erzählt das Simon, dass er, den, Darien killen musste. Und das, weil die sich zu langsam in Zombies verwandelt haben und das hat anscheinend dann trotzdem nichts gebracht. Also Darien, Simon und vielleicht noch ein dritter. Sieht man, es waren ja bestimmt mal normale Handlanger von Ruben.
Und ich denke mal, das ist auch das, was Ruben dahin gerafft hat. Wir haben übrigens dadurch neue Ziele bekommen. Warum sind sie denn zu Untote geworden? The undead lord is pursued and a danger to the living. Best to put him the rest for good. First you must find how to do it. Also wir müssen den... Wir haben erstmal alles soweit rausgefunden, aber... Es gibt einen untoten Lord, den es zu besiegen gilt. Und den müssen wir vernichten. Schön vorsichtig. Der die Untoten hier, diesen Fluch auf diese Krypta gelegt hat. So, hier haben wir noch eins. Kill me, my friend. Das ist Darien hier gewesen. Hier sieht man noch seine letzten Worte, bevor er zum Zombie wurde. Und hier hinten haben wir einen Schalter. Warum benutze ich den Schalter? Ja, weil es ist kein Secret. Oh nein. Na komm, drück den Scheißknopf. This is what I'm looking for. Ah, shit. Jetzt hängt der da. Okay. Schaffe ich noch. Das Ding ist auf Zeit, das Teil hier. Deswegen sollte man sich beeilen und nicht zu lange verweilen. Die Kiste, die da war, die kann man, wie gesagt, mit diesem Schlüssel hier nicht öffnen. Und die andere Tür, die wir da hatten, die lässt sich gar nicht mit einem Schlüssel öffnen. Deswegen habe ich sie jetzt ignoriert, das euch nicht wundert. Hätte ich mal vorher sagen sollen. Aber ich bin hier momentan in Dauerreden, weil es zu viele Informationen gibt, die ich sofort... Horn of Quintus. Und wir hören das Horn von Quin... Das Quinopelhorn! Wir hören das Quinopelhorn und das heißt, das könnte womöglich das Artefakt von Ruben sein, was er hier versteckt hat. Wie auch immer er an das Horn rangekommen ist. Wobei, wir haben es ja verkauft, also es ist im Umlauf. So, hier haben wir dann noch ein paar Kisten im Wege. Weil hier ist ein kleiner Durchgang. Die Tür nämlich unten, die können wir ja auch nicht öffnen. Wir können den untoten Lord schon hören. Warte mal, ist hier doch hier? Ist auch ganz schön laut. Und die Kiste aber zu verschieben ist immer so eine Sache. Nein! Ach, jetzt bin ich runtergefallen. Naja, was soll's. Jetzt können wir hier noch dieses Büchlein durchlesen. That Nagish Book of Death with Torkild and I found during our voyage. Das ist übrigens auch wieder ein spezielles Beutestück, das wird hier erwähnt. Und dies gilt es auch noch zu sammeln, wenn wir natürlich alle drei haben wollen. Und Torkild war ja der Ritter von dem Anwesen, würde ich sagen. So, hier war nichts. Hier haben wir nur Sezierzeug und aber eine Flasche, die versteckt wurde. Und ein Schlüssel. Das ist Lucas Key, wa? Lucas Key, genau. Lucas Key funktioniert oben bei der Truhe. Wir brauchen erstmal Rooms Key. Na, Auswahl. So, hier haben wir den Storage Room. Lässt sich nicht öffnen. Dazu brauchen wir den Storage Key. Was ja logisch ist. So. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Beute. Und sind wir schon bei 80%. Also wenn man weiß, wo man es suchen soll, ist nicht mehr so schwer. Aber das war das Problem an der Fanmission hier. Dass mir der Loot ein bisschen zu schwierig war zu finden. Dass ich lange rumeiern musste, bis ich es gefunden habe. Und ich finde, das ist immer sehr störend für den Spiellauf. Als Spielfluss meine ich. So, dann versuchen wir nochmal diese fette Kiste wegzuschieben. Dass wir hier reinkommen. Das Problem ist, Garrett muss richtig laufen, damit er was schieben kann. So, und da sind wir in der Krypta angekommen.
hier ist auch irgendwo der Untotenlord. Und der hat hier so einen magischen Spruch hingelegt, den ich nicht lesen kann. Das sieht aber aus wie hier so Runen, Runenalphabet. Und das ist ein sehr nah am Horn. Wir haben einen weiteren Schlüssel bekommen, der lag hier drinnen. Komm, Garrett. Stell dich doch nicht immer so an wie der letzte Lump. So. Dieses Ding hier können wir nur mit den Room Key öffnen. Oh shit, schnell hier rein. So, und jetzt können wir, wenn wir das Horn nehmen, hat das immer noch eine spezielle Auswirkung. Es weckt nämlich die Untoten auf. Achso, und in dem Buch von Torklick, oder wie er hieß, oh, ich kann den Namen nicht aussprechen, Torklick, keine Ahnung, scheiß Ritter, so, steht drinne, dass der Typ, der Untotenlord, nämlich eine Möglichkeit gefunden hat, unsterblich zu werden. Und deswegen bringt es auch nichts, ihn mit herkömmlichen Angriffen umzubringen zu wollen. Selbst der Untote hatte keine Chance. Vor allem erst der Lord der Untoten, aber kämpft gegen die Untoten. Das ist ja das Lustige daran. Achso, welchen Key habe ich da drin gefunden? Storage Key war das übrigens, ne? Hier. Das war das Storage Key. Ja, wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir ihn ausschalten können. Wir haben jetzt übrigens ein neues Ziel erreicht. Das war das hier. Sein Artefakt. Ja, wir haben von Spezial-Items nur eins bisher. Gilt also noch, den Rest zu finden. Muss nur warten, bis der Hanswurst hier mal seinen Raum verlässt. Damit wir wieder zurückkommen können, weil wir müssen jetzt in das andere Zimmer. Was so sozusagen wie ein Labor aussieht. Okay, er geht wieder hoch. So, hier haben wir einen weiteren Schlüssel. Und das ist der für diesen Raum. So, und jetzt können wir auch den Schlüssel für den Storage nehmen. Ich hatte mit den Schlüsseln irgendwie einen Bug gehabt, dass das nicht immer richtig funktioniert hat, aber gerade bei der Kiste später hoffe ich, dass der Bug nicht nochmal vorkommt. Aber anscheinend reicht neu installieren. So, wieder ein bisschen Loot zusammengekriegt und eine Nachricht. During my experiments, I discovered how I to destroy the results of my experiments. Ja, von Lord D übrigens geschrieben. Und das scheint eine Möglichkeit zu sein, wie man dunkle Magie zerstören kann. Also eine Art Säure. So, wir sollten ja was finden, was ihn aufhalten kann. Warte mal. Nee, hier sind nur Notes. You know how to destroy undead lord. Now you must sprinkle the enchanted scroll with bile. Mit unserer Suppe berühren müssen wir das. So. Er ist wieder da, okay. Aber er hat... Er guckt zwar in meine Richtung, aber er sieht mich nicht. Oh. Hat er vielleicht mich gehört? Ja, wir müssen dieses komische Blatt Papier, wo er seine Zaubersprüche aufgeschrieben hat, das müssen wir mit der Säure zerstören. Der schluchzt hier durch die Gegend, ey. Also das ist nicht gruselig, das ist einfach nur nervig, dieser Untote. Ich darf die Tür noch nicht so früh zumachen. Jetzt ist er gut. Tür zumachen. Warum machst du überhaupt die Tür zu, Garrett? Ja, aber ich mach die Tür immer zu. So, benutzen wir das Teil. Zack. Und er hat sich in Staub verwandelt. Und damit ist der Fluch über die Krypta gebrochen. Die Sache ist nur, die Untoten sind trotzdem wach. Und wieder auferstanden. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig, denn hier zwischen den Büchern liegt noch ein weiteres Buch. Und zwar das Buch, worüber wir gelesen haben, das Buch of Thorn.
and Death. Ne, das Tornbuch of Death oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das zweite Beutestück. Und dann sind wir bei 90% und wir brauchen nur noch ein Beutestück, um diese Mission zu beenden. Dafür brauchen wir jetzt noch den letzten Schlüssel, Lucas Key. Denn oben war ja eine Truhe, die wir gesehen haben. Die lässt sich nicht öffnen. Oh, hier ist ein Zauberstab. Steckt einfach nur noch im Boden. Da ist noch die... Da ist die letzte Tat für uns. So, wir können die Tür jetzt öffnen. Oh, shit. Und wir hören auf jeden Fall, ein Hound ist hier draußen. Und ziemlich viel Licht. Haben die mich jetzt doch gesehen? Scheiße. Okay. Die Frage, die ich mir stelle, ist, komme ich wieder durch den Geheimgang wieder zurück? Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, da gab es keinen Knopf. Könnt das ja mal checken. Mit der Zeit beruhigen die sich hoffentlich wieder. Weil wir können mich auch wieder hier hochklettern. Wobei, müssen wir ja. Wir müssen ja hier irgendwie wieder hochkommen, weil... Oh nein. Ah, Garrett ist wieder in seinen... Nee, warte mal, das ist der falsche. Ich brauche einen Bogen. Falling Garrett. Oder Flying Garrett, wie ich ihn gerne nenne. So. Genau, hier. Hier sind wir reingekommen. Und hier ist auch kein Schalter, um wieder rauszukommen. Das wäre nämlich noch kürzerer Weg als das andere. Gut, okay, dann verschwinden wir von hier. Und versuchen da vorne lang zu kommen. Auf jeden Fall kamen sie nicht durch die Türe, was ich ein bisschen schade finde. Weil so hätten sie mich erledigen können. So ist es leider ein bisschen der Spielwelt geschuldet, dass sie nicht weiterkamen. Aber es ist eigentlich cool designt. Also das, allgemein das ganze Gebäude und so. Das sieht echt cool aus. Gut, die Kerze da oben ist ziemlich weit oben. Ich frage mich, wer da herankommt, um da Licht zu machen. Ist Ruben mit einer Leiter hier extra reingekommen. So, sind sie jetzt noch auf Suchen oder... Der Zombie hat sich wieder beruhigt. Bitte sieh mich nicht. Okay, ich glaube, die haben sich wieder beruhigt. Aber jetzt habe ich, glaube ich, ihn einmal entdeckt durch einen Zombie. Nervt mich ein bisschen, dass ich doch entdeckt wurde. Wir können jetzt übrigens das Licht hier auch ausmachen jetzt, weil vorher ging das nicht. Die Fackeln vorher waren ja so magisch. So, und hier können wir übrigens eine kleine Notiz noch jetzt aufsammeln. Und hier, steht was darüber, dass sie dieses, Mausoleum unten, quasi die Verbrennungsstätte war das, glaube ich, da unten, dass sie das in ein Labor umgewandelt haben. Oder vorhin ein Labor umgewandelt wurde. Und zwar von dem, den Typ da, den Zombie im Labor-Lord. So, hier haben wir übrigens nochmal was von den anderen. Ach, Nigel war der dritte. Nigel war der dritte Typ. So, und wir holen uns jetzt den Key. Den haben wir schon. Von Lucas. Machen die letzte auf. Und diesmal klappt es auch auf Anhieb. Und wir haben das letzte Beutstück. Und damit 100%. So. Und verschwinden von diesem Ort. Ist auch cool, dass keiner die Truhe gehört hat. Na komm, Kerze. Aber es ist doof, dass man sie gleich mitnimmt. Oh, hat er das mitgekriegt, dass ich die Kerze weggeklaut habe? So. Ich kann die jetzt natürlich irgendwo hinschmeißen, das sind sie ein bisschen abgelenkt, aber... Oh Gott. Oh, warte mal. Okay, die haben mich jetzt gehört. Ich weiß nicht, wie der Hound das hingekriegt hat. Dass der mich sofort bemerkt oder gesehen hat, sogar fast. Also ich weiß es nicht, ob er mich gesehen hat. Auf jeden Fall, ja.
musste ich jetzt die Kerze schmeißen, um ein bisschen die Leute abzulenken. Aber dafür sind die Sachen ja da. Also dafür haben wir die Gegenstände genommen. So. Tür auf und raus hier. Kann ich das Ding auch wieder zumachen? Ne, das Ding geht bestimmt von allein zu. Damit haben wir die Mission geschafft. End the mission. Yes. So. Dann gucken wir mal in die Statistik. Wir wurden dreimal erwischt. Also wahrscheinlich jetzt der Zombie. Der Zombie und der Hound. Und dann jetzt zum Schluss nochmal der Hound. Ja, 20 Minuten haben wir gebraucht. Übrigens hört man gerade von Assassins die Musik. Ziemlich laut. Und ansonsten keine Kills. Nichts Lockpicks mäßig. Kein Damage bekommen. Wir haben nicht mal gespeichert. Das war also auch noch ein Iron Man Mode. Ja. Das war's equipped. Wir haben alles erledigt, was zu erledigen war. Gut, was soll ich dazu sagen? Es ist eine ziemlich kurze Mission. Sie ist ganz nett. Sehr schön designt. Auch die Idee mit dem Zombie-Lord und so. Was mir nicht so gefallen hat, war, wie gesagt, diese leichten, quetschigen Stellen. Dass man aus diesem Geheimraum nicht mehr wieder raus kann. War sehr nervig. Und dass das Loot wirklich ziemlich, ziemlich fies versteckt war an manchen Stellen. Also wie gesagt, ich habe die Mission ja schon mal gespielt. Und da war das Problem auch, dass ich erstmal nicht weiterkam, weil ich den Loot nicht zusammenkriege. Und das ist nie schön. Es ist, weiß nicht, aber gut, das ist Deadly Shadows. Da muss ja allgemein halt versuchen, so viel Loot wie möglich zusammenzukratzen. Da hat es ja mehr Zweck. Bei 90%, das ist ja wirklich. Da muss es aber auch gut findbar sein, finde ich. Und nicht wirklich auf Krampf. Wenn schon, denn schon. Naja. Wie dem auch sei, passend zu dieser Mission gebe ich eine Wertung von 3 von 5 Horn von Quendil. Gut, das war die Mission. Ich verabschiede mich von euch. Und die Musik ist ganz schön laut. Macht's gut, bis zum nächsten Sea Fan Mission wieder. Macht's gut. Habe ich schon mal gesagt. Tschüss.